Einen wunderschönen guten Moin und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Wir machen weiter mit Factorio, ungefähr da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Naja, nicht ganz. Ich habe natürlich wieder ein paar Sachen zwischendurch gemacht. Kommen wir gleich zu. Erstmal herzlich willkommen an den Chat. Wir sind schon alles da. Der Knight ist da. Herzlich willkommen. Marcel ist auch da. Herzlich willkommen. Triggerfinger ist am Start. Der Hasko ist am Start. Habe ich irgendwen vergessen? Den ein oder anderen Lurker auch an euch. Und Stefan ist auch mit dabei. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Jo. Und Ripke ist auch mit dabei. Ja, moin. Jo, wir machen heute weiter. Wir sehen gerade schon auf den ersten Blick, ich habe eine Kleinigkeit gebastelt, um Kristalle loszuwerden. Nennen wir es Nachtspeicher-Kristallheizung, wie man es immer nennen möchte. Wir hatten ja oben die alte Ölverarbeitung stehen. Die Betonung liegt hier auf Hatten. Ja, ich habe den ganzen Salat hier abgerissen. Block ist leer und bietet Möglichkeiten für ja, neue Maschinen, die wir heute bauen werden. Genau, wie gesagt, ich habe alles rausgeholt, habe das Zeug hier erstmal provisorisch zwischengelagert, also gerade der Raketentreibstoff und die Neodymium-Geschichten, da waren noch einige von da. Und naja, die werden erstmal reichen, um uns, ja, während wir sie nicht herstellen, damit zu versorgen. Das sollte also einigermaßen gehen. Genau, nächste Frage, was habe ich hier unten gebaut? Eigentlich relativ simpel, ich habe einfach fette Anforderungslagerhäuser hier hingestellt, die die Kristalle angefordert haben. Inzwischen sind die sogar tatsächlich sehr leer gelaufen, das ist krass. Nice, genau, und die Burner Generators haben den Kram dann einfach verheizt. Natürlich geht das nur bei Nacht. Weil die Solarpanel ja tagsüber arbeiten. Ne? Also ganz klare Sache, ne? Wir haben jetzt hier, warte mal, da sind jeweils noch ungefähr 2K drin. Dann haben die aber gut gearbeitet. Also ich hatte die auf, Autosave, warte kurz. Genau, ich habe die auf 10K eingestellt gehabt und die waren auch tatsächlich voll, als ich die alte Ölverarbeitung abgerissen habe. Das scheint also gar nicht so schlecht zu sein. Also die Überlegung wäre, dass wir sowas nochmal in groß bauen. Und wenn wir dann schon dabei sind, könnten wir sowas auch gleich für Vulkanit bauen. Dann haben wir halt statt Akkus eine etwas andere Nachtenergieversorgung. Wäre vielleicht eine Idee. Denn das Problem ist natürlich, diese Kristalle, die verstopfen unsere Goldmaschinerie hier hinten. Genau, Kristalle sind vollgelaufen, dementsprechend steht die Anlage still. Das ist momentan noch nicht so tragisch, aber später sollte das Ding einigermaßen laufen. Gut, aber das kriegen wir hin. Bevor wir das tun, oder bevor wir uns um solche Sachen kümmern, werden wir einfach diese Anlage hier noch einmal bauen. Warum? Fürs Neodymium. Weil die Anlage fürs Neodymium und fürs Gold sind exakt identisch. Wir müssen nur die Bahnhöfe umbenennen und entsprechend die Rezepte ändern. Ansonsten ist der ganze Kram Copy-Paste. Also easygoing quasi. Ich habe mir da schon einen Block für rausgesucht. Wir gehen auch hier wieder auf 45 pro Sekunde. Ich habe keine Ahnung, ob das in irgendeiner Weise reicht oder ob das zu viel ist. Ich habe keinen Plan vor dem Kram hier. Wir werden das sehen. Genau, wir werden die Anlage hier reinschmeißen in diesen Block. Was machen wir noch? Ach ja, genau, richtig. Wir hatten letztes Mal sogar noch einen Arbeitsschritt vergessen. Wir brauchen dringend noch Leichtbauteile. Und dann geht es ja so langsam Richtung, ich denke, Raketenbauteile und Co. Ach so, noch eine Sache. Genau, wir hatten ja hier unseren Testaufbau gebaut für diese 248K-Forschungswürfel. Da haben wir inzwischen 272 von. Das geht hier sehr langsam, aber ich habe auch schon ein paar Sachen durchgeforscht damit. Ist aber auch, wie gesagt, erstmal nicht so wichtig. Wir lassen das einfach weiterlaufen. Hier werden halt auch noch ein paar Kristalle verbraucht. Hier wird noch Uran-238 mitverbraucht. Und das Lithium. Achso, noch eine Sache, genau. Wir hatten hier so ein Lithiumlager gehabt. Das ist leer. Habe ich abgerissen. Und ich habe dann stattdessen... Wo war denn das? Warte mal, war das hier? Genau, ich habe hier eine Lithium-Herstellung für den Hub hingebaut, damit wir dieses olle 248K-Teil erstmal weiter betreiben können. Das hier ist natürlich keine finale Lösung, ne? Da müssen wir irgendwann vielleicht mal ein bisschen größer denken. Aber ist erstmal ausreichend für unsere kleinen Experimente hier. Jo. Ich glaube, dann legen wir los. Wie gesagt, der erste Arbeitsschritt ist relativ simpel. Wir bräuchten von der Kiste hier mal eben einen Blueprint, weil wir dann auch Wasser und Co. mit kopieren können. Wir nehmen einfach alles mit. Das erspart uns einen Haufen Arbeit. Ja, da sind wir mal ganz stumpf heute. Die obere Schiene reicht. Nee, wir brauchen den Output vom Bahnhof. Genau. Diesen Ausgang hier, den können wir entfernen. Fummelarbeit. Genau. Und wir brauchen Kacheln. Namen und Zughaltestellen und so weiter nehmen wir nicht mit.
Weil ansonsten haben wir ein Riesenchaos, weil wir müssen vorher unbedingt die Bahnhöfe umbenennen und wir müssen die Rezepte ändern. Deswegen werden wir die Bahnhöfe einfach in unbenanntem Zustand hier mit rübernehmen. Genau, hier ist überall noch ein bisschen Landfill mit dabei, aber macht ja nichts. Wichtig ist, dass hier das Waterfield-Zeug dabei ist für die eine Pumpe. Na, das ist eher wichtig. Okay, probieren wir das mal. Oh, FPS kämpfen gerade. Kein Wunder. So. Genau, wir schmeißen den ganzen Salat einfach da mit rein. Das sollte hinhauen, glaube ich. Let's go. Wo sind denn die Bots? Ach, oh, stimmt. Ich hatte angefangen, hier oben im nördlichen Bereich die Seen zuzuschütten. Deswegen hängen die Bots, glaube ich, gerade alle hier oben rum. Dann dauert das halt ein bisschen länger. Aber macht ja nichts. Jo, wie gesagt, wir müssen gleich die Rezepte ändern, müssen andere Dinge ändern und so weiter und so fort. Ich glaube. Ja, genau, die Pumpe ist auch noch nicht da. Das ist leider immer so. Aber das werden wir dann irgendwann schon feststellen. Ach du, wir. Ah, warte, wir hatten die. Stromleitung hatten wir rausgenommen, da habe ich eben nicht dran gedacht. Die können da bleiben. Das muss weg, das muss weg. Wir ziehen den Blueprint da gleich nochmal eben rüber. Da habe ich eben nicht dran gedacht. Die waren aber okay, ne? Warte mal. Ja, die haben wir stehen gelassen. Genau. Ich weiß nicht, wo wir die beiden abgerissen haben, aber die brauchen wir anscheinend nicht abreißen. Hier. Nee, die haben wir sogar getunnelt. Okay, da waren wir wenigstens einigermaßen intelligent. Ja. Dann waren das echt nur die vier. Hoffentlich. Wir werden das irgendwann feststellen. Gut, dann ziehen wir den da nochmal drüber. Gut. Das wird ein Weilchen dauern. Genau. Nee, solche Sachen nicht. Bäume, Felsen und solche Sachen ja, aber gebaute Sachen, also die man selber quasi platziert hat oder die Bots platziert haben, die werden nicht automatisch abgerissen. Ja, ich denke, das wird ein Weilchen dauern. Aber ist okay. Genau, wir können uns nebenbei nochmal eben was angucken. Ich habe beim Depot noch eine kleine Optimierung vorgenommen. Und zwar bei den Prio-Bahnhöfen sind jetzt Anforderungskisten drin, die entweder halt Purified Iron oder hier oben halt dementsprechend Purified Copper anfordern. Und ich habe darüber die Urangeschichte hier leer gemacht. Das Einzige, was mir noch ein Dorn im Auge ist, ist momentan das Aluminium. Und ich tendiere dazu, eventuell bei der Aluminiumschmelze. Ach hier, genau, ich komme nicht mehr zurecht hier. Genau, dass wir hier vielleicht an dieser Seite hier, da haben wir ja noch keine Bahnhöfe, ne? Da könnten wir eventuell einen Aluminium-Prio-Bahnhof hinbauen. Dann brauchen wir für Alu nämlich kein Depot. Könnten das hier wegleiten und an jeden Input von diesen Maschinen ein Prio-Fließband anschließen. Das heißt, wir könnten auch überschüssiges Pure Aluminium verarbeiten. Mit Priorität natürlich. Ja, würde nachher verhindern, weil, also wir müssen das später so oder so machen, weil wir werden natürlich so eine Urananlage wieder brauchen, wenn wir sie dann vernünftig bauen. Und da wird auf jeden Fall auch wieder Aluminium rauskommen. Wir haben halt hier einfach mal, warte mal, 1, 2, 3, 4, das sind schon 100.000, 118.000 Aluminium rumfliegen. Das ist total krank. Aber ja, es ist halt Abfall. Also aus dieser Anlage gesehen. Aber das wollen wir nicht wegschmeißen, das werden wir schön wiederverwenden. Aber jetzt noch nicht. Ja, ich glaube, das dauert hier noch ein bisschen. Ja, die Bots waren halt alle hier oben, weil ich die Seen zugeschüttet habe. Naja. Genau, nächste Sache. Wir könnten mal wieder die Forschung anschmeißen, weil wir bräuchten hierfür 240. Dann machen wir das und schleppen da mal eben ganz kurz die roten Forschungswürfel rüber. Nehmen wir am besten passend mit. So. 248K. Ja, ganz kurz und ganz grob. Ich kenne mich noch nicht so super heftig damit aus. Fakt ist, du hast also von vornherein erstmal gesagt, es gibt zwei Modis bei diesem Mod. Und zwar einmal den normalen Mode und einmal den Overhaul Mode. Wir haben den hier im Overhaul laufen. Das heißt,
Dieser Mod quetscht sich bei allen möglichen Forschungssachen dazwischen und sorgt dafür, dass du gezwungen bist, diese Dinge hier zu bauen von dieser Modifikation. Beim ersten Mal so richtig gemerkt haben wir das, als wir Richtung Kovarex gehen wollten, was ich schon wieder vergessen habe, weil wir dafür diesen roten Forschungswürfelkram hier brauchten. Und so weiter und so fort. Des Weiteren haben wir relativ viele Schwerpunktsachen mit diesem Mod gebaut, wie zum Beispiel diese standardisierten Eisen- und Kupferschmelzen. Jetzt ist es natürlich dunkel, ne? Warte mal eben. Wir fliegen da eben runter, dann sehen wir auch was. Genau, also es gibt neue Maschinen für alles, könnte man sagen. Ja, und man durchläuft im Prinzip diverse Stages. Ja, Electronic Stage, jetzt haben wir hier noch die Fission Stage mit dabei, da kommen noch weitere dazu. Und ja. Ich weiß nicht, wie das zusammenfassen soll, ehrlich gesagt. Es ist ein Haufen Klump, der hier mit dazukommt. Ja, bessere Solarpanel, andere Maschinen, Möglichkeiten aus Dirty Water Dinge herzustellen und so weiter und so fort. Aufwendigere Uranverarbeitung mit Plutonium und so weiter und so fort. Also ist auf jeden Fall mega interessant, aber in Verbindung mit Castorio und Space Exploration ist das echt nicht so easy, tatsächlich. Aber das macht auf jeden Fall richtig Laune. Ja, viele Dinge werden halt verkompliziert. Aber ja, ich glaube, das ist ein Lebensprojekt halt, ne? So, wir wollten diese Würfel da loswerden, ne? Die schmeißen wir einfach kurz hier einigermaßen händisch mit rein, das sollte ja gehen. Oh, warte mal, ich habe da einen hingelegt. Das ist schlecht. Die sind doch garantiert nicht gleichmäßig verteilt, aber ist egal. So. Muss reichen. Ja genau, da machen wir direkt einen Speedrun von. Ja, oh, ich bin zu weit nach oben geflogen. Naja, immer den Bots nach. Gut, was die Spielzeit angeht, ne? Ich bin nun echt nicht bekannt dafür, irgendwie schnell irgendwo durchzurushen. Eher das Gegenteil. Genau, während die Kollegen das Zeug hier zusammenbauen, würde ich vorschlagen, dass wir mal diesen Block hier ins Auge fassen für Leichtbauteile. Hier war ja, wie gesagt, die alte Ölverarbeitung, die ist weg. Und genau, wir können uns das mal eben anschauen. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken zugemacht und wollte eigentlich erst super viele herstellen. Ist mir aufgefallen, ja scheiße, wenn wir 4 Stück pro Sekunde herstellen, verbrauchen wir schon 40 Kupfer pro Sekunde. Das ist ein ordentlicher Haufen. Aber ich denke mal, wir werden das auf diese, warte mal, wie viel waren das? 64 Montagemaschinen erstmal belassen. Das ist total krank. Aber ich finde das okay. Ja, das bedeutet, wir brauchen 1, 2, 3 mal Input-Bahnhof und natürlich einmal Output-Bahnhof, das kriegen wir locker hin. Da können wir eigentlich jeweils einen Doppelbahnhof auf der linken Seite bauen und einen Doppelbahnhof auf der rechten Seite. Und ich glaube, da können wir uns diesen standardisierten Blueprint packen, schnappen. Block intern 1, das, ich bin mir nicht sicher, ob das hier vom Platz her reicht. 64 Maschinen hat er gesagt, warte mal eben. Wie viel sind das? Das könnte sogar doch funktionieren. Ja. Dann machen wir das so. Warum denn eigentlich nicht? Genau. Nehmen wir diesen hier. Ach ja, die Sache mit den Stromleitungen. Vergesse ich jedes Mal. Ja, mussten wir dummerweise anpassen, weil ansonsten hätte sich der Stacker nicht gelohnt. Und ich wollte ihn mal noch aufs Raster einstellen irgendwann. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Ne, zum Thema Spielzeit nochmal. Also ich denke schon, dass wir hier die 1000 Stunden irgendwann knacken, wenn nicht sogar mehr. Also da wird einiges durchgehen, glaube ich. Wir haben übrigens keine Roboter mehr zur Verfügung. Welch Wunder. Wie kann das denn nur sein? Egal. Wie viele hatten wir nochmal? Wir haben 5185 Bauroboter, die sind gerade alle unterwegs. Ich will das aber auch gar nicht so viel mehr werden lassen, wenn ich ehrlich bin.
Nö, machen wir auch nicht. Wir haben ja auch Zeit. Wie viele Montagemaschinen haben wir? 100, das reicht ja sogar. Wir können doch schon mal anfangen, die Anlage zu planen. Während die Bots da den Kram außen rumbauen. Ich denke, das ist in Ordnung. Warte. Ja, war richtig. Hier liegt noch Uran. Naja, kommt öfter vor hier. Genau, unseren Roboport lassen wir mal aus. Weil ansonsten haben wir bald andere Probleme. Gut. Da sind die guten Kollegen. Ich fange jetzt mal hier mittendrin an und dann gucken wir mal. Die müssten hier irgendwo sein. Richtig. Genau, Leichtbauteile. Es gab später auch keine andere Möglichkeit, die herzustellen, ne? Warte. Doch, gibt es. Über die Fiberglass-Variante. Und Aluminium-Keramik-Composite. Okay. Nuclear Assembling Machine. Wir machen erstmal diesen Weg, den wir jetzt ausgesucht haben. Aber das hier klingt interessant, weil wir hier wesentlich weniger Kupfer verbrauchen. Ach so, war leicht, ja. Okay. Passt. Genau. Wir haben nämlich noch überhaupt nichts im Weltall gemacht. Richtig. Vorfreude ist aber die beste Freude. So, eine Anlage macht 0,063 pro Sekunde. Das ist ja der Wahnsinn. Acht haben wir. 16. 32. Und den Block machen wir dann bitte nochmal. Nee, warte, mach das erstmal gleich vielleicht. Nee, machen wir eben selber. Wir müssen halt mal gucken, ob das hier rechnerisch und förderbandaufteilungstechnisch einigermaßen hinhaut. Und wenn das funktioniert, können wir die Anlage nochmal copy-pasten und dann kommen wir genau auf die 64 Anlagen, die wir haben wollen. Genau, 2 haben wir, das ist die Hälfte. Es geht ja dicke eigentlich, ne? Also theoretisch könnten wir auch. Wir könnten auch mehr machen. Nee, wir bauen erstmal einen fertig und dann entscheiden wir. Okay, tun wir so. Upsi. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, wo ich hier In- und Output haben möchte, aber erstmal Greifarme dran stellen. Der Rest ergibt sich dann von alleine, vielleicht. Also was wir auf jeden Fall machen können, wir können Kunststoff und Stahl. Na, Kunststoff ist auch 20. Ach stimmt, das war das Ding. Kunststoff wird ja auch durchgeheizt wie Sau. True. Aber das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, das könnte man sogar noch auf ein Fließband legen. Ja. Dann machen wir das aber von der Mitte. Achso, wir können das ganze Ding mitnehmen, ist relativ egal. CME war, glaube ich, in 8 Stunden, warte. 7,25, ja. Werden wir dann morgen Abend wahrscheinlich sehen. Mal gucken, wer weiß. Ja, dann teilen wir Stahl halt draußen oder an der Außenseite halt auf. Das ist relativ Wayne. Und wir packen dann die fertigen Leichtbauteile per Langgreifarm auf irgendein anderes x-beliebiges Förderband. Ich denke, das ist okay. Hätten wir auch nach innen machen können, wobei, ach, ist eigentlich total egal, wie rum. Genau.
Genau, das wäre der Gerät. Also für die Hälfte von dem, was wir eigentlich haben möchten. Also wir können tatsächlich auch einfach mehr machen oder mehr bauen. Nur wir müssen uns halt im Hinterkopf behalten, dass wir kunststofftechnisch nur 90, also nur in Anführungszeichen 90 pro Sekunde herstellen, momentan. Also wenn wir die Anlage fertig bauen, haben wir ja zwei von den Teilen. Und wenn wir dann noch einen bauen, sind wir ja schon locker drüber dann. Also sind wir schon dran. Also wir würden tatsächlich alles an Kunststoff verbrauchen, was wir herstellen. Natürlich nur, wenn wir die entsprechende Menge an Leichtbauteilen auch verbrauchen. Und ich glaube, das geht sehr schnell. Weil ich habe mal durchgeschaut, also alle möglichen Dinge, die wir für den Weltraum brauchen, benötigen Leichtbauteile. Das wird auf jeden Fall interessant. Wie wir das machen wollen, weiß ich nicht. Aber das sehen wir dann. Ich würde sagen, wir ärgern noch mal ein wenig unsere Bots. Warte mal. Nee, das machen dann wahrscheinlich die Basisroboter, ne? Ja, ist okay. Lass sie machen. Ist okay. Genau, weil wir schieben den Kram noch ein bisschen zurecht. Wir gehen hier nach vorne ran oder ja, so. Wir haben ja auf der rechten Seite haben wir ja gleich auch noch einen Bahnhof mehr, ne? Weil wir brauchen insgesamt vier. Genau, dann gönnen wir diesen hier. Ja, die lassen sich tatsächlich höher stacken, das stimmt. Ich meine, das war sogar ein Hunderter. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Aber ja, sie sind auf jeden Fall höher stackbar. Just for fun, ne? Wenn man die Fließbänder aufteilen würde, würde das gehen. Aber das spielt hier keine Rolle. Ja, und wie gesagt, wir würden hier tatsächlich noch eine Anlage hinbekommen und da oben auch. Aber dann sind wir halt, wie gesagt, bei 80 Kupfer pro Sekunde. Das ist kein Problem. Aber 80 Kunststoff, das ist schon grenzwertig wieder. Aber wenn wir das so machen, dann wäre der Block ja gar nicht vernünftig genutzt. Ich glaube, wir machen das einfach. Ich meine, oh Gott, Autosave. Ich meine, unsere Kunststoffproduktion müssen wir ja eh nochmal erhöhen. Weil ich glaube nicht, dass wir damit hinkommen, was wir bisher gemacht haben. So. Ich weiß nicht mehr, wo wir das gemacht haben, ehrlich gesagt. Ach, hier. Oh, nee, stimmt. Wir hatten die auch größer gebaut. Ich erinnere mich. True. Was ist ein Roboterhanger aus? Nee, habe ich gerade angemacht. Ach so, ja, Stream Delay, passt schon. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil in dem Moment, wo wir es bauen, machen die Basisroboter das eh. Ist mir persönlich relativ egal, wie rum wir das machen. Spielt keine so große Rolle. Interessant, der hat gar keine Bahnhöfe gebaut. Naja, ist auch okay. Ach stimmt, die hatten wir aus dem Blueprint rausgelöscht, ne? Zur Sicherheit. Stimmt, ich erinnere mich. So, sind unsere Kristallheizungen schon leer gelaufen? Ne, 1,7K sind noch drinne. Bei dem 1,8 und 1,9. Okay. Wie gesagt, ich tendiere dazu, so eine Geschichten hier nochmal in größer zu bauen, damit wir diesen Kristallüberschuss einfach wegheizen können. Die werden nicht gecharged oder gar nichts, die kommen einfach so, wie sie sind, erstmal in den Ofen. Und wenn wir dann später Dinge daraus brauchen, dann entscheiden wir um. Ach du, wir wollten den zweiten Bahnhof hier noch hinbauen. Wie gesagt, wir haben dann hier zweimal Input, hier einmal Input, einmal Output. Ich denke, das sollte okay sein. Na toll, ist dunkel. So, bei dem müssen wir gucken. Ich will mal eben was testen. Genau, weil der hier sollte locker noch dahin passen. Genau, jetzt hatten wir gesagt, wir packen Kunststoff und Kupfer in die Mitte.
Dann würde ich vorschlagen, wir machen hier den Kunststoff- und Kupferbahnhof. Und Stahl kommt dann von der anderen Seite. Na, die Stücken sind mir ehrlich gesagt wichtig gerade. Moment. So. Dann brauchen wir Entladebahnhöfe, die haben wir hier. Das ist relativ praktisch, weil wir hätten dann wenigstens 1, 2, 3, 4 Inputs. Müsste man halt nur. Ah! Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Finde ich den Laden spontan? Ja. So wie hier. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jupp, 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 jupp. Jo. Dann bereiten wir das schon mal vor. Dann machen wir den. Oh, wir müssen das eine Fließband hier umdrehen für Stahl. Das geht ja in die andere Richtung, aber das machen wir gleich. Nicht so weit. Hier ist ein Strommast, aber das haut noch hin, oder? Jep, tut's. Na, machen wir separat. Genau, hier gehen wir dann einen weiter raus. Lass doch mal einen frei, weil da natürlich ein Tunnel hin muss. Ah ne, hier nicht. Oben ist erstmal egal. Gut. Genau. Dann wäre das schon mal geklärt. Wir könnten eigentlich auch schon mal den Rest fertig machen. Genau, der ist richtig. Der andere kriegt natürlich auch noch einen Tunnel hier unten durch. Dann haben wir nämlich schon mal die vier fertig. Ich habe vergessen, dass es so geht. Naja. Eins, zwei, drei. Und der vierte liegt dann noch hier unten rum. Glaube ich. Ja, da ist er. Könnte gehen. So, dann haben wir einmal. Achso, genau, den Four-Lane-Balancer, wie gehabt. Gehen wir hier hoch, würde ich behaupten. Irgendwie verwirrend. Irgendwie ging es gerade nicht. Oh, warte mal, ich muss mal kurz auf K klingeln gerade. Bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Der samstägliche Amazon-Boy ist mal wieder am Start gewesen. Aber nicht für mich, aber der klingelt halt immer überall. Man kennt es. Gut, ist egal. Wir machen weiter. Oh, ich habe die Stromleitung vergessen. Naja, ist egal. Warte mal, heute ist Freitag, ne? Scheiße, langes Wochenende. Bin komplett durch. So, wir nehmen das hier mit. Das könnte so funktionieren. Genau hier, ja, wir schmeißen das hier mit ein bisschen Abstand durch, wegen der Kurve.
Oh. Aber endlich mal was on point, ne? Wahnsinn. Genau, und dasselbe Spiel machen wir hier oben auch nochmal. Na, wir fangen damit an. So, genau, dann machen wir eben schnell Strom, wenn wir schon mal hier sind. Brauchen beide Seiten. Schade. Ne, wir gehen von derselben Seite rüber, sonst macht er nachher wieder irgend so einen komischen Quatsch. Genau. So, ich glaube die mittleren, doch, die sind connected, ja, okay. Dann sollte das hinhauen. Kriegen die hier. Aber die kriegen keine Verbindung hier rüber, ne? Okay, warte. Ups. Machen wir hier. Der hat von unten. Dann müssen wir das eigentlich nur noch bei dem hier tun. Genau, okay. Ja, und dann könnten wir eigentlich. Ne, wir liefern noch gar nichts an. Das machen wir noch nicht. Wir machen erstmal Folgendes, wir drehen Fließbänder um, weil das habe ich nämlich eben nicht bedacht. Das hier ist ja der Input für Stahl. Und Stahl kommt in dem Fall von der anderen Seite. Genau, dann würde ich sagen, wir nehmen gleich diesen hier. Stromleitung. Achso, warte. Da fehlt noch der Bahnhof selber. Läuft. Und für die andere Seite bräuchten wir dann natürlich einen B-Ladebahnhof, sowas wie hier. Genau, und das ist dann natürlich Leichtbauteile Output in dem Fall. Haben wir noch nicht, also müssen wir es neu raussuchen. Ach, da sind sie. Yes. Jetzt weiß ich nicht, haben wir oder gibt es schon einen Stahl in? Mal schnell gucken. Ja. Gut, aber die beiden Züge, die da fahren, die sind gerade mehr oder weniger busy. Aber das ist okay. Genau, dann machen wir jetzt hier den Kupfer in. Den gibt es auf jeden Fall auch schon. Da ist er. Die sind auch alle busy. Wir können nachher halt, wie gesagt, die Zugbeschränkung noch erhöhen, aber das machen wir nach Bedarf. Genau, und Kunststoff in. Hatten wir sowas? Ja, haben wir. Jo. Genau, zum Thema Stahl. Wir bräuchten 8 Lanes. Also natürlich nicht von der Masse her, aber von der Menge der Anschlüsse her. Also bauen wir hier einfach einen 4 zu 8 Balancer mit rein. Ja, einigermaßen zentral. Ist egal.
Genau, dann dürfen wir gleich noch ein paar Trains zuweisen. Und dann hoffen wir mal, dass es hier einigermaßen läuft. Ah, stimmt, war klar. Aber egal. Wir haben unten einen Abstand falsch. Krass. Naja, ist egal. Dann machen wir es hier. Ja, genau. Wahrscheinlich wegen dem Strommast oder so. Aber ist okay. Genau, dann haben wir das. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch den Output. Und es wäre lächerlich, wenn wir dafür einen 8 zu 4 bauen würden. Ja, ich glaube, wir tunneln den Quatsch hier rüber. Und führen den Salat hier zusammen. Die packen auf die äußere Seite, die packen auf die äußere Seite. Sollten wir dann beide Seiten nutzen, was bei dem Output, also was hier rauskommt, scheißegal ist. Völlig Wayne. Das ist so ein richtiger Ressourcenvernichter hier. Die können wir auch noch zusammenschmeißen. Ah nee, halt, wir wollen ja sowieso hier rangehen, ne? Aber so, ich würde es auf jeden Fall trotzdem balancen wollen. Ja, sicher ist sicher. Dann müssen wir doch hier hinten rum. Oder? Nicht unbedingt. Ah, dann lassen wir einen Blockabstand, weil hier können wir nämlich nicht tunneln. You know? Aber alles halb so wild. Hier können wir auch nicht tunneln. Aber alles halb so wild. Wait. Na doch, machen wir. So, dann brauchen wir noch die beiden Output-Lanes von hier. Ach stimmt. Die Zugtreibstoffgeschichte fällt mir gerade wieder ein. Warte mal, der hat keinen Strom. Ach nee, der ist nicht da. Stimmt, die hatten wir gar nicht in die Blueprints mit eingebaut. Stimmt. Das war gar nicht so blöd. Aber brauchen tun wir sie trotzdem. Bevor wir hier weitermachen, schließen wir mal eben hier den Saft vernünftig an. Genau, weil der hier möchte nicht mit dem. Wieso habe ich keinen Draht dabei? Scheiße. Gut, dann machen wir den Anschluss hier oben eben fertig. Und dann sind wir ja eigentlich schon durch damit. Ja gut, oh Scheiße. Trains müssen wir noch machen. Es gibt Dinge, die ich nicht bedacht habe. Okay, warte. Wir gehen außen rum. Weil sonst sieht das halt super scheiße aus.
Na gut, nehmen wir halt die oberen. Ist alles egal. Dann brauchen wir, glaube ich, Trains. Ein paar, ja, also zwei Stück kriegen wir rein. Upsi. Genau, wir beginnen mit dem unwichtigen Stahl. Nee, halt. Wir machen erstmal noch die Treibstoffgeschichte fertig. Ist der schon da, der Train, oder nicht so? Ach nee, der ist doch gar nicht gebaut. Naja, ist egal. Passt schon. Aber wir können auf jeden Fall schon mal das Fließband hier längs legen. Nach dem Autosave. Hm, tja. Ja, wir gehen außen rum. Das ist auch wieder on point, ne? Krass. Oh, schade. So, denselben Spaß brauchen wir für die interne Geschichte hier auch. Ach ja, stimmt. Der Jetpack-Trick. Ich hatte es vergessen. Ach ja, stimmt. Hatte ich auch vergessen. Halt, hier machen wir... Ja moin, da kommt Sprit. Hier machen wir die Geschichte hin. Der kommt weg, genau. Und der hier geht dann nach oben weiter, sofern wir dann irgendwann den Bedarf haben, dann noch eine Maschine von zu bauen. Aber dafür müssen wir erstmal genügend Kunststoff dafür herstellen. Müssen wir jetzt eh schon. Okay. Geht hier was? Ja. Warte mal, halt. Wir lassen den mal eben ein bisschen leer laufen, dann kann der hier voll machen, mehr oder weniger. Genau, wir pflanzen hier drüben nochmal eben einen Train hin. Und dann müssten wir mal eben Waggons nachholen, weil da habe ich nie so viele von dabei. So, Käffchen. Jo, das schaut gut aus. Wir würden normalerweise noch ein bisschen Sprit bekommen fürs Jetpack, aber wir haben noch genug dabei. 400 reicht erstmal. Achso, wir wollten drüben den Train noch machen. Wie schaut eigentlich der Rest hier aus? Ja. Ist alles fertig. Jo. Auch mal interessant, dass der andere Train gerade nicht automatisch nachkommt. Achso, der ist hier im Out gerade am Auffüllen. Ja. Der würde aber vermutlich gleich hier hochfahren, oder? Nee, der fährt ganz woanders hin. Auch gut. Ja, es kann inzwischen sein, dass wir eventuell noch einen weiteren Betankungszug brauchen, weil hier fahren nur zwei Stück für alle Blöcke. Ist vielleicht langsam ein bisschen knapp. Werden wir sehen. Ja. Es wird auf jeden Fall auffallen, wenn das irgendwann der Fall sein sollte. So, aber wir... könnten den wieder losschicken hier, ne? Jo. Sprit ist auf jeden Fall erstmal genügend da.
Gut, hier noch nicht ganz, aber liegt auf jeden Fall auf dem Fließband. Ja. Ach so, der macht seine 30 Sekunden noch, stimmt. Das ist okay. Ja, dann können wir ja Dinge sortieren oder einstellen. Wir brauchen hier. Was sind denn das für Bahnhofnamen eigentlich? Hä? Ach so. Das ist der Quatsch für die Neodymium-Sache. Ich habe gerade schon gedacht, hä, warum habe ich denn solche Namen? Kann ja nicht sein. Nee, okay, passt. So, wir wollten hier sagen, Kunststoff out. Da machst du voll. Oh, und bei Kunststoff in machst du dann leer. Und dann müssen wir nur noch hoffen, dass er auch hierhin wieder zurückfährt, weil das können wir hier nicht mit Sicherheit sagen. So, Kupfer out. Da machst du voll. Kupfer in, da machst du leer. Bei dem gilt dasselbe. So, der kriegt auch schon Sprit, das ist sehr cool. Dann machst du Stahl. Einmal voll. Und einmal leer. Sprit ist drinne, dann let's go. Ja, mal sehen, ob da irgendwas geht. Oder ob die woanders hinfahren, weiß ich nicht genau. Wir haben halt eben nicht für alle Bahnhöfe tatsächlich einen fest zugewiesenen Zug. Ne? Wir haben einfach so eine Art Pool, die nach Bedarf irgendwo hinfahren. Nur es kann natürlich sein, wenn bei manchen Bahnhöfen, was wir auch haben, halt zwei statt ein Train drinne stehen, dann kann das schon mal sein, dass sie eventuell dahin fahren. Das wird sich aber nachher auf jeden Fall von alleine lösen, weil wir dann demnächst dann auch genügend Züge haben. Aber ich will jetzt erstmal noch nicht zu viel machen. Solange hier noch nichts scharf läuft, und das tut es nicht, ist das relativ egal. So, das ist der hier. Der ist in der Schmelze gerade drinne. Mal gucken. Mal schauen, wo der hinfährt. Ja, wir haben noch keine Greifarm, Stapler oder Dingskapazität. Das dauert alles ein bisschen. Und vor allem ist die Menge, die in die Züge reinpasst, wesentlich höher. Aber dann verbrauchen wir ja auch endlich mal Rohstoffe. Das ist ja der Hammer. Gerade bei den Leichtbauteilen. Also bis die Anlage mal durchgelaufen ist, ist Weihnachten. So, verrate uns, wo du hin möchtest. Ah, nice. Dann klappt das ja. Genau, Kunststoff ist auch schon auf dem Rückweg. Stahl. Wo ist der? Der ist woanders hingefahren. Nee, der ist doch in der Schmelze drin, aber der hat. Ach ja, stimmt, der hat den weitesten Weg gehabt. Richtig. Wie gesagt, es bleibt später nicht bei einem Train. Aber solange wir hier so im Idle-Betrieb sind, sage ich mal, ist es relativ egal. Yes, sehr schön. Idle-Betrieb ist im, ja, 1,1 Gigawatt und so, ne? Ja, Kunststoff ist schon mal da. Sehr schön. Das kommt auf jeden Fall schon mal da an, wo es ankommen soll. Wird auch eine Weile brauchen, bis es hier hinten ankommt, weil die Anlagen sich erstmal vollsaugen. Da kommt Kupfer. Genau, Stahl ist auf dem Rückweg, das passt schon mal.
Jo, das sollte auch laufen. Okay. Da ist er. Wahnsinn.